Die Waldorfschule wird in diesen Tagen 100 Jahre alt. Ihr wisst schon, das sind die Schulen mit dem Namen tanzen und so. Wobei, das ist natürlich ein übles Klischee. Heute sind Waldorfschulen der größte private Schulträger deutschlandweit und bekannt für besser gestellte grüne Eltern, die ihre Kinder dahin schicken, damit die ein bisschen softer ins Leben geschubst werden. Was wirklich hinter dem Konzept Waldorf steckt, warum der Verein mehr Sekte als Schule ist und wie viele Lehrer dort nicht mal eine ordentliche Ausbildung haben, das zeigen wir euch jetzt. Sie haben es alle mitbekommen, die Schule hat wieder angefangen und bevor Sie jetzt wegschalten und sagen, oh, jetzt geht's hier wieder um den ganzen Wahnsinn, zu wenig Lehrer, G8, G9, GSG9, nein. Heute wollen wir aber wirklich an die Grundlagen ran, mal die Basis chillen, checken. Nils, fangen wir mit dir an. Wieso, was willst du denn jetzt machen? Ich würde gerne deinen Wissensstand wissen über Atlantis. Mir würden 3 bis 5 Minuten Impulsreferat reichen. Atlantik. Atlantis. Ich sehe schon, nichts zu holen. Weiter geht's. Was weißt du über Dämonen? Naja, also wir haben in Paris verdorbene Muschel gegessen. Da habe ich das Gefühl, ich bin besessen von Dämonen. Das kann ich sagen, ja. Nee, hat auch damit nichts zu tun. Schon wieder 0 Punkte. Weiter geht's. Was weißt du über Reinkarnation und darüber, dass höhere Welten unmittelbar wahrgenommen werden, weil die Körperwelt nur aus verdichteten Geist- und Seelengebilden besteht? Und ich frage dich, in welchem Land wird das in den Schulen unterrichtet? Keine Ahnung. USA, die glauben alles. Also falsch. Es ist Deutschland. Und zwar beim größten freien Schulträger nach den Kirchen, bei den Waldorfschulen. Ja, zu 80% von unseren Steuern finanziert. Und in diesen Tagen sind die Waldorfschulen 100 Jahre alt geworden. Und da haben wir uns gesagt, das ist doch mal ein wunderbarer Zeitpunkt, um einfach mal zu sagen, herzlichen Glückwunsch. Und uns mal anzugucken, was treiben die da eigentlich bei den Waldorfschulen. Fangen wir ganz vorne an. Erfunden hat die Waldorfschulen dieser Mann hier. Das ist Rudolf Steiner. Dr. Rudolf Steiner. Die Älteren kennen ihn noch aus dem Theaterstadel. Oder aus diesen Kriegsfilmen auch. Also da. Ja, aus dem auch, genau. Die erste Waldorfschule in Stuttgart hat Herr Steiner gegründet. Und zwar als Schüler für die Mitarbeiterkinder der Zigarettenfabrik Waldorf und Staedtler. Ja, nein, im Moment, Waldorf Astoria. Das. Ja, gut, Astoria, Staedtler, Hauptsache Hotel. Ja. Nein, damals war es noch wirklich eine Zigarettenfabrik. Und das ist, die Mitarbeiter sollten für die Kinder eine Schule haben. Und dann hat Rudolf Steiner die gegründet. Also stell dir das mal heute vor. Stell dir mal vor, man würde die Marlboro-Schule gründen. Was da los wäre. Ja. Unvorstellbar. Heute aber geht jedes 5. Kind allein in Stuttgart auf eine Waldorfschule. Ja, aber das ist doch schon mal gut. Ich meine, in Berlin wäre man heute froh, wenn überhaupt jedes 5. Kind zur Schule gehen würde. Also das wäre schon mal ein Erfolg. Gut, aber viel mehr wissen die auf der Waldorfschule auch nicht, als wenn sie gar nicht auf die Schule gehen würden. Ja, das muss man auch sagen. Ich lese dir mal ein bisschen was vor, was Rudolf Steiner so geschrieben hat. Diese Schwarzen in Afrika haben die Eigentümlichkeit, dass sie alles Licht und alle Wärme vom Weltenraum aufsaugen. Sie nehmen das auf. Und dieses Licht und diese Wärme im Weltenraum, die kann nicht durch den ganzen Körper hindurchgehen, weil ja der Mensch immer ein Mensch ist. Ist fast Grönemeyer. Selbst wenn er ein Schwarzer ist, ist er ein Mensch. Es geht nicht durch den ganzen Körper hindurch, sondern hält sich an der Oberfläche der Haut und da wird die Haut dann selber schwarz. Schreibt Steiner. Heute würde er damit einen ordentlichen Vorstand bei Schalke 04 abgeben. Steiner war nichts anderes als ein rassistischer, mit Esoterik und spirituellem Quatsch angereicherter Popanz. Punkt. Na, immerhin war er kein Antisemit, das ist doch schon mal was. Moment, auch da habe ich was für dich. Rudolf Steiner, 1888. Das Judentum als solches ist ein Fehler der Weltgeschichte. Steiner war so eine Art Martin Luther der Waldorfschule. Ja? Paar gute Ansätze und jede Menge antisemitischer Quatsch. Zwar haben sich die Waldorfschulen 2007 mit der Stuttgarter Erklärung von Steiners Rassismus distanziert, aber 90% der heutigen Waldorflehrer glauben immer noch an seinen ganzen Unfug. Ich dachte immer, Waldorfschulen, das ist doch nur so Namentanzen und so. Also das ist doch völliger Quatsch. Die können natürlich heute auch ihre Anschrift und ihre Telefonnummer. Klar. Aber wie sieht der Unterricht an Waldorfschulen heute praktisch aus? Zum Unterricht gehören immer wieder Pausen. Einatmen und ausatmen. Was?
Man darf ein- und ausatmen nur in den Pausen? Während des Unterrichts muss man die Luft anhalten? Das ist eine subtile Form der Folter. Jetzt weiß ich, warum die Waldorfschulen als autoritär gelten. Tatsächlich haben Waldorfschulen nach wie vor ein Bild des Lehrers als Priester, hochautoritär. An den Schulen ist dann auch mal schnell Schluss mit Individualität, die sonst immer gepredigt wird. Ein Vater hat das neulich der Stuttgarter Zeitung erzählt. Zitat: So wurde meine Tochter Anna in der ersten Klasse verboten, Schuhe anzuziehen, die beim Laufen unmerklich an der Sohle blinkten. Klar, das kann natürlich auch massiv stören im Paradefach Eurythmie. Pflichtfach Eurythmie, eine Bewegungskunst, die Körper und Seele miteinander verbinden soll. Ganzheitlichkeit, sehen, fühlen, denken, handeln. Also ich muss sagen, die Bewegung habe ich schon zu Hause im Kinderzimmer gemacht, als ich barfuß auf Legos getreten bin. Aber ich meine, es gibt doch auch gute Seiten einer Waldorfschule. Zum Beispiel keine Noten bis zur 10. Klasse. Entschuldigung mal, wie sollen die Kinder denn dann Rezensionen auf Amazon schreiben? Und bis zur 10. Klasse auch keine Schulbücher. Ja, und wie machen die dann auf dem Pausenhof den Rundlauf bitte? Ja, die das kümmern sich, ja, nein, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Die kümmern sich noch richtig um die Kinder. Das ist doch das Gute an den Waldorfschülern, dass die ihre Kinder dem Alter gemäß behandeln. Von wegen. Das hat ein Waldorflehrer, der aus der Sekte ausgetreten ist, in der vergangenen Woche der Süddeutschen Zeitung erzählt. Zitat: Über eine Schülerin hieß es, dass sie blonde Haare und braune Augen habe, erzeuge eine innere Spannung in ihr. So habe sie zu viel Schwefel im Körper und brauche spezielle Bewegungsübungen und homöopathische Mittel. In einem anderen Fall ging es um ein Kind, das etwas hibbelig war. Im Laufe des Gesprächs war eine Kollegin sich schließlich sicher, dieses Kind ist deswegen so unruhig, weil es zwischen den letzten beiden Inkarnationen nicht genügend Zeit zur Therapie bei den Engeln gehabt hätte. Das ist natürlich schlüssig. Also das Grün und Braun sind halt beides naturnahe Farben. Die liegen manchmal näher beieinander, als man denkt. Fakt ist, etwa die Hälfte aller Lehrer an Waldorfschulen hat weder ein ordentliches Studium absolviert, noch einen staatlich anerkannten Abschluss. Mensch, da können wir beide sofort anfangen. Das ist doch... Das stimmt, sollten wir uns vielleicht überlegen. Als Zweitkarriere würde auch gar nichts ausmachen. Für Rudolf Steiner galt nämlich bei der Entwicklung der Schule ausschließlich die Dreigliedrigkeit, also Förderung von Denken, Fühlen und Wollen. Und da muss ich jetzt mal ganz persönlich sagen, wenn ich fühle, dass ich Hunger habe, dann denke ich sofort, dass ich was zu essen will und gehe zum Kühlschrank. Alles gefördert und das ganz ohne Waldorfschulabschluss. Warum das deutsche Schulsystem uns alle verblödet, das sagt euch der großartige Harald Lesch in diesem sehr sehenswerten Video. Guckt rein und abonniert vorher kostenlos diesen Kanal hier, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.